auf, okay? Du kennst mich nicht. Ich kenne dich nicht und lass uns einfach... Ich kenne dich. Du bist Tizian, bist 26, studierst Literatur, Wissenschaften und Philosophie. Du schwimmst gerne, rauchst ab und zu, du bist stur, du findest Hegel scheiße, du hast deinen Vater, der heute 60 wird, und deine Schwester, die nicht da sein wird, und du bist nicht von hier. Ich kann gut zuhören. Ja, aber... Das hast du alles schon mal irgendwann gesagt, ich habe das ja nicht geträumt. Bist du glücklich? Was? Ich fragte, ob du glücklich bist. Was meinst du damit? Ja. Was soll ich damit meinen, Ego, ob du glücklich bist? Ob ich glücklich bin? Ja. Ja, ich denke schon. Warum nicht? Du weißt also nicht, ob du glücklich bist. Glücklich. Hier. Jetzt. Nein, hier und jetzt bestimmt nicht. Ja, das habe ich schon verstanden. Verstehst du? So kann man den Zeitgeist eben auch verstehen. Hey, ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich bin Lea! Und ich schwimme auch gern. Sag mal, spinnst du? Tut mir leid. Ich meine das ernst. Ich meine all das sehr ernst. Du weißt es nicht, aber wir haben Zeit und ich will reden. Ich will wissen, warum du da bist. Ich bin hier und du bist hier. Ich bin hier, weil ich hier sein wollte und du bist hier, weil du hier sein musstest. Ich verstehe das auch nicht. Ich versuche gerade den Sinn rauszukriegen, zu verstehen. Ich mochte dich nie besonders. Du wirkst so komisch glücklich. So blöd glücklich hast du immer auf mich gewirkt. Ich muss das alles verstehen, weißt du? Ich meine das sehr, sehr ernst. Ich würde jetzt gerne schwimmen. Sie meinte, dass der Reiz von Meerjungfrauen doch darin läge, sich in einen Prinzen zu verlieben.
Sonst wäre das doch so langweilig. Nichts hat er dir begriffen. Und willst du es immer noch? Ich will zu meiner Schwester. Ich will sie um Verzeihung bitten. Ich will sie. Und dann kommst du mit so einem Dreck an! Was ist das? Was soll das werden? Was bringt es dir? Ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr. Du bist ekelhaft. Ich kann das alles nicht mehr hören. Du machst mich krank. Du verseuchst mich. Ich kann deine Geschichten nicht mehr hören. Was ist das? Jetzt weiß ich es. Ja, wir töten die Storys. Wir töten die Storys. Ja, das ist gut. Deine Stirn gefühlt. Du kannst dich jetzt schlafen. Du kannst jetzt schlafen gehen. Ich kann jetzt gar nichts mehr. Was singst du da? Ausgemacht, dass Liz mit so einem Typen geschlafen hat. Aber ich habe nichts gesagt.
Das war ja so abgemacht. Hast du Angst? Wovor? Warum sollte ich?